Guten Tag. Ich werde von Frankreichs wahren Lage sprechen, über die Ihre bestimmt so korrupten Medien nicht berichten und wie sie Millionen von Franzosen erleben. Bitte gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Eric Fioril. Ich war ein Teil dieser Whistleblowers, die die Bilderberger enthüllten, denen sich alle westlichen Regierungen unterwerfen. Heutzutage bin ich das Sprachrohr des einzig erklärten Widerstands zum gegenwärtigen, unrechtmäßigen politischen System. In Frankreich sowie in den verschiedenen Ländern gibt es zwei Widerstandsbewegungen. Die eine bildet sich aus einer halb informierten Öffentlichkeit, die die Machenschaften dieser neuen Weltordnung durch Unstimmigkeiten, da sie ausgesetzt war, entdeckten, wie es zum Beispiel im beruflichen Leben der Fall war für Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler, Armeemitglieder oder bedingt durch soziale Probleme bzw. Selbstüberzeugung. Diese Gruppe fand im Sozialnetz einen Anschluss zu verschiedenen Mitmenschen, die alternative Lösungen in der Agrarwirtschaft, im Gemeinschaftsleben, im geistigen Glauben oder im demokratischen Prozess vorschlagen, um Informationen untereinander auszutauschen. Die andere Gruppe besteht aus Lesern, Forschern und Autoren und sie bilden einen aufgeklärten Kreis, der Lösungen zu den weltweiten Problemen erstellte und einen nationalen Übergangsrat mit der Absicht gründete, sie umzusetzen. Darüber komme ich später zurück. Sie sind diese paar Zehntausende, darunter Anwälte, Juristen, Schriftsteller, Wissenschaftler, Ökonomen, die ein Konzept durcharbeiteten, das ich erklären werde, nachdem ich von Frankreich gesprochen habe. Aus dieser durchaus aufgewachte Öffentlichkeit wende ich mich heute, weil sie das Bindeglied zu ihrem jeweiligen Land und in der Lage ist, die Richtigkeit meiner Aussagen zu bestätigen. Die neue Weltordnung herrscht über ein weltweit verzweigtes Netzwerk von Finanzinstituten und Konzernen und verfügt über unter ihrer Kontrolle stehende Organisationen: IWF, WGO, UNO, NATO, UNESCO, EU und so weiter, sowie Geheimbünde, deren mystischen Mitglieder als Regierungsoberhäupter, Religionsanführer oder Vorstand der jeweiligen Institutionen entstammen und dienen. Die europäischen Länder werden wesentlich von den oberen Mitgliedern der Freimaurerei, deren namenlosen Religion, auch bekannt als Luziferismus oder Satanismus, kontrolliert, dessen Prinzip auf die Werteumkehrung und die permanente Lüge basiert, um ihr Ziel zu erreichen, das deutlich in den Werken oder Reden dieser Weltführer angekündigt ist. Das Ende der Nationen und deren jeweiligen Religion zur Errichtung einer absoluten Weltherrschaft und zur Einführung des Satanismus als Weltreligion, die Vernichtung von 90% der Bevölkerung, wie es in den Georgia Guidestones gemeißelt ist, und durch ihre Medienpropaganda unter dem Vorwand der Überbevölkerung der Öffentlichkeit vortäuscht. Aus dieser Perspektive muss das große Chaos her, im Laufe dessen sich alle Nationen samt ihrer Religionen gegenseitig umbringen werden und Bürger und einen Weltkrieg verursacht, der durch den wirtschaftlichen Zerfall und Pandemien ausgelöst sein wird. Dieser Ablauf entwickelt sich nach dem Plan Stille Waffen für ruhige Kriege und wird 2018 fortgeführt. Die wirtschaftlichen Tests fanden bereits in der Türkei, in Griechenland und kürzlich auf Zypern statt und kündigen an, was sich demnächst in Spanien, Portugal, Irland und Frankreich ereignen wird. Impfungsprogramme, die Sterilisierungsmittel beinhalten, verbreiten sich weltweit bis nach Afrika, aber auch nach Indien, Indonesien und auf den Philippinen mit der Mittäterschaft der WGO und der jeweiligen Regierungen. Der jüngste Skandal in Kenia bezeugt, dass diese gezielten Impfungen immer wieder Krankheiten oder Unfruchtbarkeit hervorrufen. Der Weltvölkermord ist in Gang, aber darüber wissen Sie schon Bescheid und daher erspare ich mir die Aufklärung,
dieser Tatsachen, die die NWO zur Unterwerfung der Bevölkerung durch die jeweiligen Sekten vorführt, derer sämtlichen Politiker fortwährend abstammen und Schlüsselpositionen beziehen. Premierminister, Innenminister, Justiz, Armee, Gesundheit und Kultusministerium. Ich füge nun hinzu, dass ich zusätzlich zu diesem mit der Macht und dem Geld zusammenhängenden menschlichen Aspekt eine weitere mystische Dimension hinzukommt, die zu den vielen Kinderschänder-Skandalen führt. Davon sind wir in Frankreich besonders betroffen, weil unser Land eine Hochburg der Freimaurerei darstellt, deren satanischen Rituale und pädophile Netze von den Ordnungshütern beschützt werden. Zahlreiche Skandale wurden vertuscht und die entdeckten Kindermassengräber wurden der Bevölkerung verheimlicht. Die notorischen Kinderschänder gehören immer noch den höchsten politischen Kreisen an. Alarmschlägerinnen wie Corinne Gouget, die vor giftiger Lebensmittelzusatzstoffe warnte, oder wie Claire Sébérac, die den angehenden Völkermord an den Pranger stellte, verstummen auf seltsame Weise. Die erste wurde geselbstmordet, die letzte erkrankte plötzlich an Krebs und verstarb kurz darauf. Die zahlreichen rausgeworfenen Journalisten, die sich den Mund nicht verbieten ließen, wie kürzlich Natascha Polony, zählt man schon nicht mehr. Als in die Weltgeschichte eingegangenen Menschenrechtserfinderin steht Frankreich als erster Feind denjenigen gegenüber, die eine Weltherrschaft erzielen. Nach einer kurzen Auflistung werde ich die tatsächlichen Ereignisse aufzählen, die sich in Frankreich abspielen, damit Sie den Vergleich mit Ihrem eigenen Land vornehmen können und vielleicht gewissen Geschehnissen, die stattfanden oder noch stattfinden werden, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aus dieser Perspektive muss das große Chaos her, im Laufe dessen sich alle Nationen samt ihrer Religionen gegenseitig umbringen werden und Bürger- und Weltkrieg verursachen, der durch den wirtschaftlichen Zerfall und Pandemien ausgelöst sein wird. Dieser Ablauf entwickelt sich nach dem Plan Stille Waffen für ruhige Kriege und wird 2018 fortgeführt. Die wirtschaftlichen Tests fanden in der Türkei, Griechenland und kürzlich auf Zypern statt und kündigen an, was sich demnächst in Spanien, Portugal, Irland und Frankreich ereignen wird. Impfungsprogramme mit Sterilisierungsmitteln gemixt verbreiten sich weltweit bis nach Afrika, aber auch nach Indien, Indonesien und auf den Philippinen mit der Mittäterschaft der WGO und der jeweiligen Regierungen. Der jüngste Skandal in Kenia bezeugt, dass diese gezielten Impfungen immer wieder Krankheiten oder Unfruchtbarkeit hervorrufen. Der Weltvölkermord ist in Gang, aber darüber wissen Sie schon Bescheid. Und daher erspare ich mir die Aufzählung dieser Tatsachen, die der NWO zur Unterwerfung der Bevölkerung durch die Sekten der jeweiligen Länder dienen, derer sämtlichen Politiker fortwährend am Stamm, die eine Schlüsselposition beziehen. Premierminister, Innenminister, Justiz, Armee, Gesundheit und Kultusministerium. Ich füge nun hinzu, dass ich zusätzlich zu diesem mit der Macht und dem Geld zusammenhängenden menschlichen Aspekt eine weitere mystische Dimension hinzukommt, die zu den vielen Kinderschänder-Skandale führt. Davon sind wir in Frankreich besonders betroffen, weil unser Land eine Hochburg der Freimaurerei darstellt, deren satanischen Rituale und pädophilen Netzen von den Ordnungshütern beschützt werden. Zahlreiche Skandale wurden vertuscht und die entdeckten Kindermassengräber wurden der Bevölkerung verheimlicht. Die notorischen Kinderschänder gehören immer noch den höchsten politischen Kreisen an. Alarmschlägerinnen wie Corinne Gouget, die vor giftiger Lebensmittelzusatzstoffe warnte, oder wie Claire Sébérac, die den angehenden Völkermord an den Pranger stellte, verstummen auf seltsame Weise. Die erste wurde geselbstmordet, die letzte erkrankte plötzlich an Krebs und verstarb kurz darauf.
Die zahlreichen rausgeworfenen Journalisten, die sich den Mund nicht bieten ließen, wie kürzlich Natascha Polony, zählt natürlich nicht mehr. Als in die Weltgeschichte eingegangene Menschenrechtserfinderin steht Frankreich als erster Feind denjenigen gegenüber, die eine Weltherrschaft erzielen. Nach einer kurzen Auflistung werde ich die tatsächlichen Ereignisse aufzählen, die sich in Frankreich abspielen, damit Sie den Vergleich mit Ihrem eigenen Land vornehmen können und vielleicht gewissen Geschehnissen, die stattfanden oder auch noch stattfinden werden, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Seit der Gründung der Republik vor mehr als 150 Jahren entstammen alle französischen Regierungsmitglieder der Freimaurergesellschaften und sie befolgen die Anweisungen ihrer Logen, die von der höheren Freimaurerei erteilt werden. Ab Sarkozys Präsidentschaft regieren die Bilderberger auf direkte Weise und Sarkozy wurde vom amerikanischen Dienst an die Landesspitze gehievt. Als erste Maßnahme hob er Frankreichs Unabhängigkeit auf, indem er dessen Armee mittels der NATO den USA unterstellte. Dann brachte er die Privatisierung in Gang, wobei er die Landesgüter veräußerte und sich dabei bereicherte. Einen Großteil der nationalen Goldreserven, 600 Tonnen, verkaufte er wiederum den Amerikanern. Er spaltete auch die Armee auf, indem er die zur damaligen Armeekräfte gehörende Gendarmerie unter den Befehl des Innenministeriums stellte, der direkt der Freimaurerei entstammt. Schließlich verletzte Sarkozy die französische Gesetzgebung, indem er illegal die Verfassung abänderte und die Menschenrechte missachtete, die in Frankreichs Rechtsvorschriften die höchste Stufe einnehmen. Aus einem gesetzlichen Gesichtspunkt betrachtet, gehört Frankreich nicht der EU an, weil das französische Volk 2005 bei der Volksabstimmung Nein zur europäischen Verfassung wählte und unserer Landesverfassung gemäß ist es Volk der Souverän. Zum Schluss zettelte er einen Staatsstreich in der Elfenbeinküste an zugunsten der internationalen Konzerne, zerstörte Libyen, indem er die Völkerrechte missachtete und unterstützte die syrische Revolution. Ihm folgten Hollande, dessen Rolle darin bestand, die bisherigen Veräußerungen der nationalen Staatsgüter zugunsten der Amerikaner fortzusetzen, denen er sogar Ländereien zur Einrichtung einer Militärbasis abtrat. Seine weitere Aufgabe war, zwei Bilderberger-Mitglieder in die Politik einzuschleusen, Valls und Macron, die er als Minister ernannte und deren späteren Gesetze zur Volksarmut, zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit, zum Konkurs zahlreicher Kleinunternehmen, zur Beschränkung der Freiheitsrechte, zu mörderischen Attentaten führten, denen Landsleute zum Opfer fielen und in die Schuhe der Islamisten geschoben wurden, was folgedessen den Hass gegen das Ausland schürten, als Vorwand diente, um den Notstand aufzurufen, die Menschenrechte auszustalten und die Sicherheit als Notlüge zu verankern, die damalige amerikanische Regierung in dieser Hinsicht nachahmend den 9-11 als Vorwand nutzte, um den Patriot Act einzuführen. Hollande nahm auch aktiv am Versuch teil, Syrien sowie mehrere afrikanische Staaten zu destabilisieren, infolgedessen eine Vielzahl von Migranten nach Europa strömte, darunter hauptsächlich nicht aus Syrien stammende und verschiedener radikaler Bewegungen angehörende 80- bis 40-jährige Männer, die zu Terroristen ausgebildet werden. Diese massive Immigrantenwelle ist umso gefährlicher, als die Politiker ein Programm unterstützen, das die Zerstörung der christlichen Kirchen und die Errichtung neuer Moscheen befürworten, was der Keim eines Bürgerkriegers in sich trägt, in dem im Laufe der Zeit immer schwieriger einzudämmen wird. Hollande hat sein Amt missbraucht, um Macrons Weg zu ebnen und dessen Wahl zu sichern, indem er die Ergebnisse fälschte, was für ihn ein leichtes Spiel war, da seine Regierung die Wahlen organisierte.
Seitens der Judikative war auch keine Reaktion zu erwarten, da sie ihre Unabhängigkeit durch das Dekret vom 6. Dezember 2016 einbüßte. Übrigens werden diese höchsten Vertreter dieser Institution von der Regierung ernannt und diejenigen an der Spitze des Kassationsgerichtshofes sind dermaßen von Skandal umhüllt, dass sie lieber auf Tauchkurs gehen. Auf den Verfassungsrat als letzte Instanz ist auch kein Verlass, weil dessen Vorsitzender Laurent Fabius ein Mitglied der Bilderberger ist und zahlreiche Gerichtsverfahren gegen ihn laufen. Seit dem ersten Attentat gegen Charlie Hebdo sind all unsere Rechte eingeschränkt und wir befinden uns in einer Diktatur. Kein einziger Franzose ist in seinem Zuhause mehr sicher. Die Politiker können nun jeden ohne Grund und ohne Haftbefehl festnehmen lassen, Hausdurchsuchungen anordnen, private Gegenden wenden oder Leute ins Geheim inhaftieren lassen. Die Polizei und die Gendarmerie sind keine Ordnungshüter mehr, sondern sie sind zu Söldnern mutiert. Unser kulturelles, wirtschaftliches und intellektuelles Erbe ist im Begriff zu verschmelzen und Macrons eindeutige Aufgabe ist die Veräußerung unserer Landesgüter und unserer Institutionen an Amerikaner zu veräußern. Unsere französische Rechtsgebung verbietet den Verkauf unserer Großunternehmen, die Abänderung der Verfassung ohne die Einwilligung des Volkes, die Außerkraftsetzung der Menschenrechte, den Verrat der Militärgeheimnisse an fremde Mächte, die Zulassung fremder Bestimmungen in unserem Land, zum Beispiel wie das Monsanto-Gesetz, das den heimischen Landwirten die Benutzung der eigenen Staatgutes verbietet. Noch schlimmer ist die Tatsache, dass Macron ein Mitglied der Bilderberger und ein Ex-Teilinhaber der Rothschild-Bank ist, der die Legalisierung der Kinderschändung sowie den Impfzwang der kleinen Kinder einführen will. Ein Gesetz soll verabschiedet werden, wonach 11 Zwangsimpfungen obligatorisch sind und die Gegner inhaftiert werden, was eine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Eltern werden vor die Wahl gestellt, entweder ihre Kleinkinder zu vergiften oder deren normaler Intelligenz zu beeinträchtigen oder den Entzug ihrer Kinder in Kauf zu nehmen. Diese Gesetze verabschieden diejenigen, die die RFID-Verchippung der Gesamtbevölkerung in Erwägung ziehen. Solche Implantate werden schon in vielen Entbindungsstationen angewendet. Macrons Aufgabe ist die Vernichtung Frankreichs sowie die Veräußerung seiner Unternehmen und Institutionen an die Amerikaner. Einige Gegenden werden ausgenommen und von der EU, einem weiteren Zweig der Selbstweltherrscher, kontrolliert werden. Was den Sex anbelangt, so sind offensichtlich unsere Herrscher davon besessen. Sie fingen an, Schulprogramme zu erstellen, um die Vorschulkinder zur Pornografie und Devianz im Schulrahmen zu animieren. Diese Programme werden von allen Psychologen in Verbindung mit dem LK-Ultra-Studien gebracht und als Geisteskontrolle benutzt. Die Hauptbilanz ist ernüchternd. Die Franzosen sind entrechtet. Die wichtige Gesetzgebung wie die Erklärung der Bürger- und Menschenrechte wurde außer Kraft gesetzt. Die Familie verliert ihre Rechte auf die eigenen Kinder. Unsere gesamte Jugend läuft die Gefahr der geistigen Beeinträchtigung durch ihre Schulausbildung, die ihren Geist verschließt, anstatt ihn zu erweitern. Was die Wirtschaft anbelangt, beschränken sich die sozialen Rechte zusehends. Die Armut wächst, der Reichtum der Konzerne steigt weiterhin dank der Steueroasen und der Geschäftsgeheimnisse. Beim Bund werden die obersten Befehlshaber allmählich durch Freimaurer ersetzt und unsere Armee, einem Skelett gleichend, dient mittels der NATO den Amerikanern. Sexbesessenheit, Zerstörung der Kindheit, Verminderung der Sozialsätze, privilegierte Großunternehmen, zur Söldnerschaft mutierende Ordnungskräfte, Gerechtigkeitsverlust, Ende der Pressefreiheit, Internetzensur, Abschaffung der Menschenrechte, Wahlfälschung, Missachtung der Landesgesetzgebung, kulturelle Zerstörung durch die Schulprogramme,
Vorbereitung des Bürgerkrieges durch die Masseneinwanderung, Veräußerung der nationalen Staatsgüter und manche wagen die Vermutung, Frankreich sei keine Diktatur. Nun erkennen die Aufgeklärten, dass es sich um ein weltweites Problem handelt, dass Frankreichs Verschwinden mit dem Ende der Menschenrechte verbunden ist und Europa sich den Vereinigten Staaten unterwerfen wird, die schon Deutschland besetzen und kontrollieren, dass das Hauptwerkzeug zur totalen Kontrolle der gesamten Bevölkerung die Republik bzw. die parlamentarische Monarchie ist, die mittels der Parteien ihre Macht über die Gesellschaft aufrechterhält. Dass die Machthaber ihre Dauerregierung nur deshalb fortführen können, weil die Ordnungskräfte die Gesetzgebung missachten und darauf verzichtet haben. Aus den vorstehenden Gründen haben sich 2015 französische Bürger versammelt, um eine an sich vom Völkerrecht anerkannte Maßnahme zu ergreifen und einen nationalen Übergangsrat zu gründen, den sie bei der UNO im selben Jahr anmeldeten. Sobald eine Regierung die Gründungsprinzipien eines Landes missachtet, was momentan der Fall in Frankreich ist, erhält eine solche Struktur zur Rückgewinnung der Souveränität ihre Legitimität. In Europa, Afrika und Südamerika sind mehrere Übergangsräte im Griff zu entstehen. Das Konzept ermöglicht eine Übergangsperiode, die der Bevölkerung das Recht auf freie Informationen sowie die Wahl der zukünftigen Regierungsform gewährt. Obwohl es dem isländischen Volk gelang, sich dessen Politiker zu entledigen, hinderte die von oben befohlene Verschwiegenheit der internationalen Presse das Erwachen und den Mut der Weltbevölkerung, die Isländer nachzuahmen. Auch wenn es sich um Frankreich als Erfinder der Menschenrechte handelt, wird es aber zu einer weltweiten Erschütterung führen und andere Völker ermutigen, sich ihrer Politiker samt deren Sekten zu entledigen. In Frankreich ist der Widerstand noch schwach, weil die Medien schweigen und wir auf Internet beschränkt sind. Wir sind ein paar Zehntausende, darunter ungefähr 300 aktive Mitglieder, die den ersten Teil des Übergangsrates bilden werden. Sie stehen bereit, ihre Aufgaben zu übernehmen. Deren Gruppe besteht aus Juristen, Ökonomen, Philosophen, Wissenschaftlern, aber auch Handwerkern, Beamten, Unternehmern, Ärzten, Lehrern und so weiter, die zur Entwicklung eines Programms mitgewirkt haben, das übrigens auch von den anderen angehenden Übergangsräten mit folgenden Zielen übernommen wurde: die Wiederherstellung des Rechtsstaates und Inkraftsetzung der Bürger- und Menschenrechte zur Verhaftung der oberen Befehlshaber, denen eine vom Strafgesetzbuch vorgeschriebene Freiheitsentzugsstrafe von mehr als 15 Jahren droht. Die Annullierung der fiktiven nationalen Schuld und sofortige Einführung eines Grundeinkommens, um die Wirtschaft durch Erschaffung unabhängiger Geldschöpfung anzukurbeln. Die Ausarbeitung einer ehrenvollen Verfassung mit der Zusammenarbeit der Bevölkerung. Die Annektierung eines Fernsehsenders, um wahrhaftige Informationen zu verbreiten. Die umgehende Freigabe gemeinnütziger Patente zur Wiedereinführung eines gerechten Gesundheits- und Erziehungsdienstes. Die Einführung eines Obergerichtshofes, der den natürlichen Menschenrechten gewidmet ist. Das sind die wesentlichen Punkte, die zur Rettung von Frankreich beitragen werden und wahrscheinlich genauso für andere Länder zu Bedeutung werden. Heutzutage, genauso wie damals, Ende des 18. Jahrhunderts, steht Frankreich mit diesen 300 Bürgern für die Hoffnung der Welt und für einen Paradigmenwechsel, der bestimmt viele andere Völker der Welt begeistern wird. Kriegen wollen noch die Machthaber, niemals die Bevölkerung. Wahrscheinlich wird dieser Obergerichtshof der natürlichen Menschenrechte von allen Ländern übernommen und zum Aufbau einer Organisation der Vereinten Völker führen, die den aktuellen Völkermord, den Rüstungswettlauf und den Einfluss der Pharmaindustrie beenden wird.
Ich spreche von Völkern und nicht von Nationen, weil etliche Völker außerhalb der Nationen leben und entrechtet sind. Meine Gedanken gehen an die Palästinenser, an Kogis, aber auch nach Amazonien, Indonesien oder Afrika. Die Zeit rennt uns davon, denn die unrechtmäßigen Landesoberhäupter werden die Sommerzeit ausnutzen, weil es deren Aufgabe ist, ihre Gesetze selbst schnellstmöglich zu verabschieden, die zur Vernichtung von Frankreich führen. Die ersten ihrer Projekte betreffen den Impfzwang der Kleinkinder zugunsten des Pharmakartells auf Kosten der Gesundheit unserer Kinder. Die Verabschiedung eines Gesetzes zur frühmöglichsten Einführung der Pornografie in die Schulprogramme der Kinder im Vorschulalter. Die Veräußerung des rechtlichen Großteils unserer Staatsgüter. Den Verkauf unserer Krankenversicherung, Sozialversicherung an das Pharmakartell und an die Versicherungsgesellschaften. Die Reaktion der Bevölkerung wird durch den wirtschaftlichen Einbruch des Euros, neue Attentate, eine noch gewaltsamere Unterdrückung, den Ausbruch eines Bürgerkrieges oder durch mehrere dieser Faktoren zugleich eingedämmt werden. Um diesen von den mächtigsten Leuten des Planeten ausgeklügelten Planes zu schneidern zu bringen, bedarf es einer weltweiten Solidarität sowie beträchtlicher Mittel. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir wirtschaftliche Unterstützung bekommen. Falls Sie unser Vorhaben teilen, helfen Sie uns bitte durch eine Spende und leiten Sie bitte dieses Video an 2 Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis weiter. Falls Sie unser Vorhaben teilen, handeln Sie zügig und klicken Sie unsere Internetseite an, auf der Sie den Text dieses Videos wiederfinden und, falls Sie es wünschen, in eine zusätzliche Sprache übersetzen können. Alle Sprachen sind willkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld, mir bis zu Ende gehört haben und Ihre Unterstützung. Falls Sie wünschen, diesen Text in eine fremde Sprache zu übersetzen und das Video in andere Länder zu verbreiten, bedanke ich mich auch im Voraus. Falls unsere Mittel ausreichend sind, wird unsere Aktion schnell in die anderen Länder überschwappen.